Hallo, ich bin der Lego Maniac und heute reden wir über die Verfolgung im Gelände. Sie erschien 2012 zu einem Preis von 15 Euro. Damals, vor 2 Jahren, dachte sich Lego, wir können auch mal Polizeieinsätze ein bisschen aufs Land. Ich sage einfach mal, es ist ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen kanadisch angehaucht, aber es ist schon mehr, deutlich mehr im Grün als die übliche Polizei in den Jahren zuvor. Dann bauen wir es mal zusammen. Hätten wir es zusammengebaut. Zuerst einmal kommen wir natürlich zu dem ganz großen Truck. Also vorne Scheinwerfer. Ich weiß nicht, warum Leute, die irgendwas überfallen, immer so große Trucks und so große Scheinwerfer haben müssen. Die Reifen schön groß. Ist natürlich ein Truck, muss natürlich durchs Gelände fahren. Hinten kann man aufmachen. Hinten ist Geldscheine, Brecheisen drinne. Was man so braucht, um einzubrechen und was man dann nach einem Einbruch auch mitnimmt. Das ist übrigens unser Einbrecher. Ich habe auch endlich eine Einbrechermütze dafür. Also das ist auch schon mal was. So, jetzt haben wir es. Ist natürlich klar, das typische Knasthemd zerfetzt vom vielen Muskelaufbau im Knast, schätze ich mal. Dann frage ich mich, wie, ja gut, natürlich, es ist ein Quad. Es ist ein Quad, die Polizei im Gelände. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt mit dem Truck mithalten kann, aber ich glaube schon. Durch die vielen Bäume da kommen wir noch kurz zu diesem Polizeiofficer. Es ist natürlich eine Frage, wer kam auf die Idee in den USA, solche Brillen anzuziehen? Ich meine, wer zieht schon solche Brillen an? Naja, grundsätzlich sei gesagt, für 15 Euro ein solider Preis, weil dieser Geländewagen ist extrem cool. Vom Quad, gut, es ist besser als früher die Motorräder von der Polizei, die damals noch dabei waren. Und ich bin auch froh, dass ich endlich so eine Einbrechermütze für meine Lego-Figuren habe. Ja. Ja. Und egal wie alt man ist, es macht immer noch Spaß mit Lego zu spielen. Und bis zum nächsten Mal. Ja.